Jetzt muss ich ausgerechnet am Anfang des Films noch was nachdrehen. Das, was ich jetzt drehe, ist eigentlich nachgedreht. Das, was ich dahinter gedreht habe, habe ich vorher gefilmt. Ich habe nämlich verpasst, euch zu zeigen, wie ich die Schablone hergestellt habe für das taktische Zeichen auf dem Fahrzeug. Es ist ja so, dass jede Waffengattung, teilweise jede Kompanie, so ein taktisches Zeichen auf ihre Fahrzeuge damals lackiert hat mit der Schablone. Die Fahrzeuge waren ja ausnahmslos grün, mattgrün oder Flecktarn. Nichts so wie heute, wo es Leasingfahrzeuge in glänzend weiß und so gibt. Da wird das nicht mehr gemacht. Ich habe das jetzt so also in dem Maßstab gemacht, wie die damals waren, die Zeichen. Hat natürlich jedes Symbol hat da Bedeutung. Der Propeller ist Luftwaffe. Mit dem Pfeil hier ist ein Jagdbombergeschwader. Da gibt es dann genauso die Pioniere zum Beispiel mit ihrer Brücke drauf oder Panzer mit dem Oval. Also da gibt es eine Unzahl von Symbolen, je nach Waffengattung, Truppe, Teileinheit etc. Das ist jetzt hier das Jagdbombergeschwader 49, das ehemalige, das ich da mache. Ich habe das jetzt nochmal einfach, das war jetzt einfach mit der alten Schablone draufgelegt und nachgezeichnet. Das erste habe ich mit der Hand gezeichnet und mit dem Lineal. Ich lege das jetzt auf ein Holzbrett und diese Woche gab es dieses Skalpellset beim Lidl um die 4,99 glaube ich. So ein Aufkleber kostet 7 Euro, wenn man kauft als Aufkleber und ist dann nicht original, weil da gab es keine Aufkleber, sondern das war alles auflackiert. Habe hier so eine Skalpellklinge reingemacht, so eine feine. Und werde jetzt das nochmal als Reserve ausschneiden, da das Fahrzeug ja nochmal lackiert wird, das ich habe. Ich habe jetzt die bloß mal provisorisch drauf gemacht, weil ich es testen wollte, wie es funktioniert. Also dann fangen wir mal an. Brille aufsetzen, dass ich was sehe. Geht eigentlich fast freie Hand oder mit dem Lineal, je nachdem. Unterlage Brett, Skalpell und dann fängt man halt an. Diese Stege da, die muss man immer stehen lassen, weil ja sonst das ganze Teil zerfällt. Das ist alles so durchdacht, dass die Symbole stehen bleiben und die Schablone nicht instabil ist. Da würden ja sonst diese Augen rausfallen hier. Ohne diese Stege, die die Verbindung halten zum Rest der Schablone, hier ist es dasselbe. Das muss man sich vorher gut überlegen, wie man die Schablone gestaltet. Und so geht es halt nachher, dass man einfach nichts übergeht. Und die ganzen Stege rausmacht. Am Anfang von der Zeichnung, da sollte man sich am besten alles markieren, was weg muss. Das heißt, das, was man rausschneidet, das zeichnet man sich besser vorher an, dass man da keinen Fehler macht und nicht irgendwas Falsches wegschneidet. Das brauche ich jetzt hier nicht mehr machen. So eine kleine Geduldsarbeit. Das dauert eine Zeit. Banksy arbeitet auch nicht anders. Eine Art der Kunst mit Schablonen zum Arbeiten. Mit der ruhigen Hand kann man schon auch freihändig arbeiten. Es geht natürlich schneller wie mit dem Lineal. Hier hatte ich ein bisschen einen Ausrutscher, sehe ich, bei der anderen Schablone. Da werden wir jetzt das Lineal nochmal verwenden. Kann man das nochmal korrigieren. Es gibt auch so ein spezielles Papier, das ist so wachsartig.
Das ist dann resistenter gegen die Farbe und Verdünnung und Klebebänder. Aber ich habe jetzt einfach den Karton von der Pizza genommen, weil ich nichts anderes zur Hand gehabt habe. Jetzt müsste ich eigentlich durch sein. Und dann lässt sich das hier so, jetzt muss man nochmal nachschneiden. Fieselarbeit, wie man in Bayern sagt. Da seht ihr, so geht es. Das ist alles rausgeschnitten, Schablone fertig. 20 Minuten Arbeit, gut 20 Minuten. Und jetzt schauen wir, wie das funktioniert, wenn wir es auflackieren. Ich war halt mal wieder ein bisschen kreativ und habe mir ein taktisches Abzeichen für meinen Iltis gemacht. Luftwaffe, Jagdbomber, Geschwader 49, gibt es nicht mehr. Das werde ich heute halt mal testweise auf den Iltis lackieren und schauen, wie das rüberkommt. Die Schablone habe ich aus dem Pizzakarton geschnitten. Schön dünn, müsste funktionieren für ein paar Mal mit dem Skalpell. Mühsame Arbeit, aber ich glaube, das wird. Schauen wir, ob es was geworden ist. Jetzt ziehen wir das Ganze mal ab. Aufpassen, dass man die Schablone nochmal hernehmen kann. Macht nämlich einen Haufen Arbeit auszuschneiden. Voilà, super geworden, ich bin voll zufrieden. Ast rein. Jetzt machen wir es auf die Motorhaube auch noch schnell drauf. Das ganze Fahrzeug wird sowieso lackiert, wenn er mal fertig ist. Das ist jetzt bloß einmal, um zu zeigen, wie die taktischen Zeichen auf dem Bundeswehr-Kfz früher aufgebracht worden sind. Heute sind die ja oft geleast, da macht man das nicht mehr. Sollen dann möglichst schön anliegen, die Schablonen, dass man ein sauberes Spritzbild bekommt. Früher waren die aus Kupfer, die Schablonen, die originalen. Die kann man dann immer wieder verwenden. Jetzt lassen wir es mal antrocknen, dann machen wir einen zweiten Durchgang. Durchgang Nummer 2. Ich
immer möglichst senkrecht spritzen, damit die Farbe die Schablone nicht unterwandert. Fertig. Sauber ist geworden, sauber. Ich bin sehr zufrieden. Die Schablone heben wir uns auf. Die können wir wieder verwenden. So sieht das Ergebnis jetzt aus.